Ja, ich finde das irgendwie ein bisschen spannend, weil wenn man so an Kirche denkt und an ja, das Verhältnis gegenüber der Community, ich finde, dann hat man immer so die katholische Kirche hauptsächlich halt im Fokus, weil die, ich sage mal so, die Leute, die evangelisch sind, das sind so ein bisschen die Hippies unter den Christen. Also ihr seid ja noch ein bisschen entspannter, als es die Katholiken sind. Ich habe eine Liste an Fragen. Es geht um deine Musik. Ich würde auch gerne mit dir so ein bisschen über das Thema Kirche sprechen. Also so ein ganz bunter Blumenstrauß von allem. Meine erste Frage ist so der Klassiker. Wie geht's dir denn heute, sag mal? Mir geht's sehr gut. Ich habe tatsächlich, muss ich zugeben, bis vor einer halben Stunde geschlafen, weil ich so müde war. Ich habe das Wochenende war ich in Berlin und habe so einen Kongress musikalisch begleitet. Und das Ja. sind immer so sehr anstrengende Wochenenden. Deswegen mit wenig Schlaf, wenn man viele neue Leute kennenlernt und lange in Bars Ja. Yeah. versackt. Okay. Genau. Wie sich das Aber gehört, genau. genau, also ich hab sehr gut geschlafen Ja. und Yeah. ausgeschlafen vor allem. Ja, nee, mir Ja. geht's gut. Schön. Dankeschön. Ja, dann lass uns doch gleich über diese musikalische Unterhaltung ein bisschen sprechen, weil die gibt es ja momentan einiges und es gibt ab dem 3.2. auch wieder einiges. Wie sieht es denn bei dir aus? Ich habe gehört, da kommt ein neuer Song raus Anfang Februar. Genau, ja, am 3.2. kommt meine neue Single Verliebt in ihn raus. Es ist die Geschichte von einem sehr, sehr guten Kumpel von mir, der genauso wie ich in der christlichen Szene aufgewachsen ist und mir im Endeffekt einfach per FaceTime gesagt hat, dass er schwul ist, dass er einen Freund hat und dass er sich verliebt hat, nur halt in einen Mann und nicht in eine Frau. Was jetzt per se ja für die meisten, die vielleicht zugucken, überhaupt gar kein Problem ist, aber leider aus der Szene oder in der Szene, aus der wir kommen, ist es weitestgehend immer noch oft ein Problem oder dass man sich zumindest daran stört, aus welchen Gründen auch immer. Und deswegen erzähle ich mit dem Song seine Geschichte, um so ein bisschen, ich glaube, Stereotypen gegenüber der ganzen LGBTQ-Community irgendwie auch so ein bisschen aufzuräumen. Weil im Endeffekt, wenn man so drüber nachdenkt, sind die Menschen ja einfach nur verliebt. Und ist ja im Grunde genommen eigentlich egal, in wen. Also zumindest hat es mich nicht zu interessieren. Ja. Und das ist so ein bisschen die Message von dem Song. Leute, er ist einfach nur verliebt. Entspannt euch wieder. Niemand ist Chillt mal eine Runde, wehgetan genau. worden und so. Genau. Ja. Und es gibt keinen Grund, diese Menschen auszuschließen. Und das ist so gesehen auch eine versteckte Message. Oder auch eine sehr klare Message im Endeffekt, weil ich mit Out in Church, dieser großen Organisation, die in der katholischen Kirche ganz viele homosexuellen Menschen gleichzeitig mit einem Beitrag in der ARD geoutet haben, sozusagen. Ja. Mit denen zusammen habe ich mich zusammengetan für dieses Projekt. Deswegen ist schon sehr klar, welche Message das senden soll, auch in die christliche Community Ja. hinein. Genau. Okay. Ja, ich finde das irgendwie ein bisschen spannend, weil wenn man so an Kirche denkt und an ja, das Verhältnis gegenüber der Community, ich finde, dann hat man immer so die katholische Kirche hauptsächlich halt im Fokus, weil die, ich sage mal so, die Leute, die evangelisch sind, das sind so ein bisschen die Hippies unter den Christen. Also ihr seid ja noch ein bisschen entspannter, als es die Katholiken sind. Ja, komm, ich Das ist war auf einer super. christlichen Nonnenschule, deswegen ich weiß, wovon ich spreche, also auf einer katholischen Nonnenschule. Aber wie ist es denn bei der evangelischen Kirche? Also gibt es da wirklich auch noch so viele Vorteile, wie es bei den Katholiken der Fall ist? Also, das stimmt. Ich finde den Begriff sehr, sehr passend mit. Das sind die Hippies unter den Christen. Also mein Vater ist ja evangelischer Pfarrer, deswegen kenne ich vor allem die evangelische Seite. Und ich muss sagen, in der Kirche oder in der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, eine ganz normale landeskirchliche evangelische Gemeinde, die mein Vater eben geleitet hat, da war das Thema nie ein Problem. Also da, wo ich ganz konkret herkomme, war es nie ein Ding. Aber ich bin ja älter geworden und auch als Musiker vor allem dann immer weiter rumgekommen, gerade in christlichen Kreisen, weil das geht da relativ schnell. Je kleiner eine Community ist, oder eine Szene, desto schneller wirst du da rumgereicht. So, und da wird man relativ schnell irgendwie größer. Und immer, je mehr ich rumgekommen bin, habe ich gemerkt, boah, krass, das ist voll das Thema.
warum, also woran liegt das? Ja. Und habe dann angefangen, mich mit meinem eigenen Verhältnis dazu auseinanderzusetzen und gemerkt, ich sehe da also ernsthaft keinen Grund, warum ich da irgendwas dagegen haben sollte. Also erstens, weil es nicht mein Business ist und zweitens, verstehe ich nicht, was das Problem ist. Genau. Und deswegen, also in den evangelischen Kirchen ist das weitestgehend tatsächlich gar kein Ding. Ja, die haben andere Probleme, sag ich einfach mal jetzt so ganz generell. In der katholischen Kirche, das ist ja sehr öffentlichkeitswirksam auch teilweise abgelaufen, ist das immer noch ein Riesenthema. Auch wenn ich sagen muss, ich habe nicht genug Ahnung von der katholischen Kirche an sich als Institution, um da jetzt groß was zu sagen, aber das, was öffentlichkeitswirksam dazu gesagt wird, auch in den Nachrichten und so, also da merkt man schon, dass das auch dadurch, dass es einfach eine Weltkirche ist und nicht nur auf Deutschland beschränkt, also da werden ja einfach Entscheidungen vom Vatikan getroffen und deswegen putzt auch viel mehr. Und da ist die evangelische Kirche vergleichsweise schneller und unkomplizierter, obwohl sie trotzdem immer noch sehr kompliziert ist. Also das heißt nicht, dass die evangelische Kirche viel, viel besser ist. Genau. Und dann darüber hinaus, das haben sehr viele Menschen, die mit der christlichen Szene gar nichts am Hut haben, nicht auf dem Schirm, dass es ganz, ganz viele freie Gemeinden gibt, die gar nichts mit katholisch oder evangelisch zu tun haben oder nur im Entfernten. Und da ist es auch immer noch ein großes, großes Thema, dass LGBTQ-Menschen per se eigentlich ausgeschlossen werden, mitzuarbeiten. In vielen Fällen werden sie sozusagen akzeptiert, dass sie Teil der Gemeinde sein dürfen, aber sie dürfen sich nicht wirklich einbringen. Und das verstehe ich zum Beispiel überhaupt nicht. Also was ist das denn für eine Doppelmoral? So, also, Ja. 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 Also das heißt, du kannst dir deine Öffentlichkeitswirksamkeit, nee, das Wort gibt es nicht, aber die Tatsache, dass du in der Öffentlichkeit stehst, so rum, nutzt du dann quasi, um die Botschaften, die dir wichtig sind, unter die Leute zu bringen. So kann man es zusammenfassen. Ja, also ich habe mir im Endeffekt die Frage gestellt, was will ich mit meinem Leben anfangen? Und ich habe schon immer Spaß daran gehabt, das Gefühl zu haben, ich bringe was voran. So, und ich kann was bewegen und was verändern. Und dann ist es so passiert, dass Musik irgendwie mein Ding geworden ist, als Transportmittel. So, ne? Also ich glaube, ich mache nicht Musik um der Musik wegen, sondern Musik ist so passiert, dass das mir irgendwie, dass das mir in die Wiege gelegt worden ist, dass ich das schon immer gemacht habe, und dass ich darüber eine Message verbreiten kann. Genau, es hätte genauso gut sein können, dass ich total der gute Autor oder weiß ich nicht, oder total inspiriert wäre, was Literatur angeht oder so. Dann wäre das vielleicht auch mein Thema geworden. Ja. Aber vor allem, wo ich Spaß dran habe, ist Themen daraus zu bringen in die Welt und ja, das als Grundlage zu nutzen, um sich darüber zu unterhalten. Ja. Und weil ich glaube, nur wenn man miteinander redet, kommt man auch weiter. Das ist in der Politik so, das ist in der Gesellschaft grundsätzlich so auf allen Levels. Und immer da, wo Stillstand ist, wird auch nicht miteinander geredet. Und das ist lange in der christlichen Szene auch so gewesen, würde ich behaupten, was diese Ja. bestimmten Themen angeht. Und das will ich so ein Okay. bisschen aufbrechen. Ja. Ja, ich glaube, wenn ich habe hier auf meiner schlauen Liste eine Frage stehen, so von wegen, was glaubst du, was das Problem der Kirche gerade ist? Aber ich glaube, da gibt es einige Baustellen, oder? Also, Wie oder viel hast du da, Zeit wenn ich dich hast jetzt fragen würde? Nee, ich du? meine, wenn man sich mal die Austritte anguckt, ne? Ich meine, da sind ja die Katholiken genauso betroffen wie die evangelische Kirche zum Hm. Beispiel. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, so ja, das ist das Kernproblem oder ist es. Haben wir dafür jetzt nicht die Zeit? Nein. Na, ich glaube, da muss man schon, das kann man nicht pauschal sagen. Ich glaube, grundsätzlich, wenn man die Kirche mal als ein Unternehmen, ein Business sozusagen damit vergleichen wollen würde, dann hat die Kirche nicht mehr so ganz, sie verkauft nicht mehr besonders gut ihr Produkt, wenn man so will, nämlich den Glauben. Sie steht nicht mehr so richtig, sie ist so ein bisschen gefangen zwischen den zwei Polen, den gesellschaftlichen Strömen im Sinne von Werten oder so hinterherzukommen, was auch spannend ist, dass es so rum ist, weil lange die Kirche eigentlich eher eine werteprägende Institution war, was ich zum Beispiel auch gut fand. Also
Und das hat sich irgendwann gewandelt, weil irgendwann die Kirche scheinbar so ein bisschen den Absprung geschafft hat von, oder so eine sehr, wahrscheinlich eine Wohlfühlhaltung irgendwann sich erarbeitet hat, mit der sie sich irgendwie so, ja, es passt alles. Und dann vergessen haben, sich weiterzuentwickeln oder mitzuentwickeln. Und dadurch dann die Gesellschaft so ein bisschen weggezogen ist. Und jetzt versucht, also da kann ich jetzt wirklich nur für die evangelische Kirche sprechen, versucht sie so hinterher zu hecheln, und sind wertemäßig schon wieder dabei, haben aber dabei vergessen, dass sie eigentlich immer aus einer christlichen Perspektive für Werte argumentieren. Und auch für Werte argumentieren wollten, weil im Endeffekt ist die Message, die sie haben, ja die, dass die des christlichen Glaubens, nämlich dass ja, Jesus eine wichtige Rolle gespielt hat, als er gelebt hat und auch immer noch heute, und dass er im Grunde genommen, ne, irgendwie für unsere Sünden gestorben ist und dass es eine Botschaft der Liebe ist, so, dass das eine Botschaft ist, die Menschen frei machen soll, oder freier und eben nicht einengt, weil Regeln und so weiter. Ja, das jetzt mal so ganz runtergebrochen. Und deswegen wird die evangelische Kirche jetzt in meinem Fall, teilweise hat man so das Gefühl, sie versuchen so zu sein wie Fridays for Future oder dann wie bestimmte Organisationen für LGBTQ. Aber sie kann es natürlich jeweils in den verschiedenen Themen nicht so gut wie die eigentliche Organisation selber, die es erfunden hat. Und dann bist du immer nur wie so ein bisschen wie Platz zwei auf dem Markt. Also, ja, also wenn Leute Klimaschutz wollen, gehen sie zu Fridays for Future. Und nicht zur Wenn, Kirche, ja. genau, wenn Leute die LGBTQ-Rechte schützen wollen, dann gehen sie zum, einfach mal gesagt, zum CSD oder so. Aber das, was die Kirche eigentlich wirklich stark macht, ist der Glaube. Und die Frage ist, wie kann man aus der Perspektive des Glaubens heraus der Gesellschaft entgegenkommen und sich in der Mitte treffen und so on a common ground kommen mit den Werten, die eben wichtig sind, um weiterzukommen. Und alle mit Okay. reinzuholen und allen zu sagen, ey, ihr seid hier willkommen. Und gerade aus der Perspektive des Glaubens seid ihr alle willkommen. Genau. Das jetzt, Ja. ich habe es versucht. Ich habe es Nein, versucht. alles gut. Ich finde es total interessant. Also ich finde es total spannend zuzuhören. Von daher, ich war voll dabei. Nee, alles gut. Ja. Wie hat denn dein Kumpel reagiert? Ich meine, der weiß ja jetzt wahrscheinlich, gehe ich jetzt mal davon aus, dass das Lied sein Schicksal so ein bisschen behandelt oder dass es das ja behandelt. Wie hat er denn reagiert? Wieder gut? Genau, also es erzählt seine Outing-Geschichte einfach, also ne, wie er seinen Eltern davon Ja. erzählt, das ist die Geschichte des Songs. Ja, es war spannend, weil er wusste nicht, wie ich zu dem Thema stehe. Oder also er hatte vielleicht eine Ahnung, so. Und er hat mich per FaceTime angerufen. Und ich guckte in ein relativ, ja nochmal, sorgenvolles und ängstliches Gesicht, weil es natürlich eine totale Innen-nach-Außen-Kehrung ist. Und das macht, glaube ich, keiner gerne, zumindest solange man nicht weiß, wie der Gegenüber reagiert. Also es hätte ja auch sein können, dass ich ihn anbrülle und sage, was fällt dir denn ein? So. Soll es auch schon gegeben haben, leider. Ja, und dann meinte er, ja, du, ich habe einen Freund und ich bin verliebt. Und meine Reaktion war, ja, das ist doch super. Herzlichen Glückwunsch, das ist doch geil. Ja. Genauso wie ich bei einer Frau auch reagiert hätte. So. Also es war auch ganz spannend, weil in der Situation merkt man so kurz, ja, okay, er versucht mir hier irgendwas zu sagen. Und direkt daran anschließend stellte sich auch bei mir zumindest genau das gleiche Gefühl ein, der Freude. Ich freue mich für dich, dass du da Liebe gefunden hast oder deine Liebe gefunden hast. Genauso wie ich mich bei heterosexuellen Pärchen auch gefreut habe. Ja. Und da in dem Moment ist mir irgendwie klar geworden, es gibt tatsächlich wirklich keinen Grund, da irgendwas auf dieser reinen Beziehungsebene irgendwie schlecht dran zu finden oder so. Genau. Und dann hast du dich entschieden, den Song zu schreiben, quasi. Ja, ich bin nun mal Songwriter und bewegende Geschichten und irgendwie, das verarbeite ich natürlich und das landet Ja. bei mir oft in Songs. Also auch einfach generell Themen, die mich beschäftigen, landen oft irgendwie nicht unbedingt immer so plakativ wie jetzt hier in dem Fall, aber landen oft in Songs.
Ja. Wie es, glaube ich, bei vielen MusikerInnen da draußen so ist. Ja. Und wie hat dein Kumpel dann reagiert, als er gehört hat, dass das Lied für ihn ist oder dass es überhaupt ein Lied gibt, was da sein Schicksal behandelt? Also bevor das Lied geschrieben wurde, habe ich ihn gefragt, ob ich das darf. Ah, okay. Weil es kann ja auch, ich glaube, Menschen, die diesen Weg durchlaufen, erstmal mit sich selber irgendwie im Reinen zu sein und zu wissen, okay, ich bin homosexuell. Und Stand jetzt muss man das ja noch irgendwie outen. So. Und das ist, glaube ich, ein sehr langer, harter und emotionaler Weg. Deswegen wusste ich nicht, ob das cool ist, darüber einen Song zu schreiben und Ja. das sozusagen diese Geschichte öffentlich zu machen, damit andere davon profitieren können. Deswegen wusste er schon, dass es einen Song geben wird. Und dann habe ich ihn geschrieben und dann habe ich ihn nach ein paar Tagen geschickt. Und das war natürlich eine sehr emotionale Geschichte. Ja, weil das dann auch so, und das freut mich persönlich sehr, dass es ein bisschen Teil war von der Geschichte auch innerhalb der Familie, wie das dann auch rausgekommen ist und wie die Eltern damit klargekommen sind. Da hat ihnen, glaube ich, zumindest der Song irgendwie auch sehr geholfen, da die Perspektive von ihm zu verstehen. Das war nie meine Intention, so, aber es freut mich sehr, dass das so gekommen ist. Genau, und hat so ein bisschen dazu beigetragen, dass das alle nachvollziehen konnten und verstehen und ihn so annehmen, wie er nun mal ist. Und dann hat natürlich, egal wie erfolgreich der Song wird, hat er absolut seinen Zweck erfüllt.